Da bin ich gerade dabei und es stehen schon ein paar Stockwerke, aber es fehlt natürlich noch sämtliche Etagen und Einrichtung und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ich das Das? untere behalte. Das mit dem Nee, Bricks. das passt ja gar nicht zum Haus. Ach, leck mich! Was denn? Du fragst mich, ich sag dir. Ich hab dich nicht gefragt, ich hab bloß gesagt. Ich kenne deine Antworten. Nee, ist kacke. Nee, so nicht. Nee, Kacke ist es nicht, es passt nur nicht zum Rest des Hauses eben, ne? Weil du das Okay. so rot-braun-weiß gehalten hast, passt das Grün unten einfach überhaupt nicht. Ja, eigentlich wollte ich das unten mit diesen Hier kommt ja lilanen. doch mal Grün. Was? Wo kommt mal grün? Hier ganz oben. Ja, es kommt. Es soll eigentlich hinten, wenn du auf die Rückseite schaust, da geht's einmal komplett nach oben. Und dann der oberste Stock soll auch wieder mit den Farben gebaut sein. Du mach's mal fertig. Vielleicht sieht's ja gut aus zum Schluss. Vielleicht sieht's ja gut aus. Bist so gemein. Ich gebe mir immer voll die Mühe und du? Warum hängt hier ein Typ mit Ja, einer Zahnbürste? der schwimmt da ist. Keine Ahnung, wie der darauf kommt. Hi. Schreibt er. Ja, man sieht's, ne? Ja. Wenn er sich nicht beeilt, dann ist er wieder unten. Weißt du, was ich machen könnte? Ich könnte das Wasser oben abstellen. Für die. Da ist nämlich ein Dispenser drin. Ich kann quasi die Wasserfälle abschalten und einschalten. Wenn ich dann mal die Redstone-Schaltung mit anbaue. Ja, der ist Da aber ist eh ein schon. Loch im Wasser. Aber der ist eh schon ganz unten. Oh Mann, schade. Ich schätze mal, der wollte einfach nur nachschauen, was da oben ist. Aber dafür den ganzen Weg nach oben schwimmen, das wäre mir viel zu blöd. Früher haben wir sowas auch gemacht. Warum hast du hier einen Birkenwald drin? Weil ich für meine Etagen immer Birkenholz brauche und damit das halt wächst und damit ich immer genug Holz habe, habe ich hier einfach mal ein Stack Setzlinge gesetzt und farm das immer und dann kann ich weiterbauen. Du musst zusehen, wenn ich nicht da bin, dass unsere VIP-Gäste wieder nebeneinander kommen, ne? Ach Wenn's auf die so. neue Welt geht. Ja, theoretisch habe ich schon Platz für mich, Ach, aber wie toll! Wie super! Wie schön! ja, gut, oder? Denk bloß nicht an mich! Ja, nee, also dein Platz ist gegenüber. Ich soll es dir zeigen, aber dann muss ich jetzt die Aufnahme beenden, weil das darf ich hier nicht zeigen. Nein, musst du mir nicht jetzt zeigen. Nee, nicht Spawn City. Oh. Farmwelt. Sind auch wieder die ganzen neuen Dinger da zum Katzen. Ja, viel hat sich hier nicht getan. Sie haben gesagt, du hast irgendwas abgerissen. Ja, ich habe hier Wo die. bin ich? Weiß ich nicht. Ah, du bist wahrscheinlich am Spawn, vielleicht? Kannst Jetzt dich zu nicht mir. mehr. Kannst dich zu mir typen. Das Blöde ist, es geht genauso wenig vorwärts wie vorher. Warum hast du die Mobfarm hier abgerissen? Weil die einfach total uneffektiv war und nichts vorwärts ging. Und deswegen wollte ich hier wieder meine altmodische, klassische, produktive Farm aufbauen. Und die bringt noch weniger. Nee, weil das vorher, das hat doch nichts nicht funktioniert, so wie ich das wollte. Weil eigentlich sollten die alle auf einen Hit quasi nach unten fallen. Aber die hatten dann zum Teil noch mehr, dann hatten sie wieder weniger. Und so War doch so sollten. eine wie Zong. Genau. Sagt er nichts mehr. Sprichst du nicht mehr mit mir? Nee. Zeit Bye. ist vorbei.
Magst du Zonk nicht? Doch, schon. Aber weißt du, wie viel Arbeit das ist? Ja. Kannst du schon mal anfangen? Ich hab zugeschaut bei der Arbeit. Ich müsste mal Obsidian farmen, dann könnte ich vielleicht mal meine Goldfarm ein bisschen wieder erhöhen. Ich hab eben Obsidian gefarmt. Kein Scheiß. Echt jetzt? Ja klar, ich habe eben 3 Stacks oder so oder 4 Stacks gefarmt. Kannst du gleich hier einbauen. kannst du dir gleich holen, wenn du willst. Bringt das wirklich was Größeres zu machen als mehrere? Die Frage hast du mir schon mal gestellt. Ja. Habe ich das. Und damals habe ich auch ja gesagt. Jetzt habe ich dir aber so, ich habe dir das glaube ich sogar bewiesen, beziehungsweise in Wikipedia dir den Artikel dazu vorgelesen oder irgendwie sowas. Es zählt nämlich nicht die Portalgröße, sondern die Block, quasi das lila schimmernde, das die Portalblöcke zählen. Und je mehr Portalblöcke, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ein Zombie-Pigman rüber zu spawnen. Das heißt, wenn du nämlich kleine Portale machst, dann hast du ja viel mehr Zwischenräume besetzt mit Obsidian. Genau. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Mein Gott, Fräulein. Ich will den Zombie hauen. Wenn man Frauen irgendwo ran... schmeißt du das Feuerzeug runter. Na, na, na. Kannst mich nicht anzünden. Tschüss. Ja, hier müsste ich generell mal weiterarbeiten. Aber, ja... Mich freut's immer nicht. Ich habe immer irgendwie keine Ahnung. Ich habe kaum Antrieb zur Zeit. Oh, warte, Handy. Okay. Ja, jetzt ist es ja noch gar nicht geschnallt. Bei uns jetzt einmal. Was machst du da? Ich habe auch mal verzaubert. Ja. Ich bin auch Level 33 gewesen. Ja, ja, komm, du hast mir nur die XP geklaut. Nein. Ich glaub, du lügst. Ich doch nicht. Ich sehe das nachher alles auf Video. Ah ne, du machst ja Filme. Siehst du, du warst gerade bei mir. Was? Siehst du mich eigentlich, wenn ich Vanish bin? Du gerade Vanish? Ja. Ja. Verdammt. es funktioniert einfach nichts. Du musst ja auch mal wieder umbauen. Deine ganzen Farming Areas hier mit den Tieren, die sind auch nicht mehr so brauchbar. Das sind Erinnerungsstücke. Das stimmt. Ich habe zum Beispiel bei meinem Keller ist ja auch noch die Kuh und die Schafsbehälter. Ganz ehrlich, ohne die Farmen weiß ich nicht, was ich hier unten machen soll. Keine Ahnung. Wofür brauche ich 15 Stockwerke, wenn ich das einbauen kann? Verstehst du? Naja, du könntest die Getreideform von hier drüben auf die andere Seite nochmal kopieren und somit dann quasi doppelt so viel ernten. Ich könnte auch einfach die Getreidefarm, die ich unten habe, hier nach oben legen, auf die komplette Seite einmal und könnte alles andere dicht machen. Wo geht's nach unten? Ja, das ist natürlich jetzt die Frage der Fragen. Okay, bin unten. Ach, hier war das was. Das ist geschummelt! Du hast geschummelt! Nein, okay. Ups, halt, das war falsch. Touch. Ich hab doch nicht geschummelt. Wo sind denn die Bücher? Die Bücher? Ach ja, die. Solange ich die in der Hand hab, gell? Das ist echt blöd. Hast du eben mit meinem Buch entspannt? Nein. Okay, hast du nochmal Glück gehabt. Oh, Flamme 1. Nein, das will ich nicht. Ja, du musst schon Vollgas. Ja, da kommt... Oh, Flamme 1, Sharpness 2 raus. Du musst das Zeug dann da oben reinlegen. Ja. Muss ich das, ja? Ja, musst du. Okay, gut. Die Diamanten dann auch. Ja gut, dass ich in meinem Haus gesagt bekomme, was ich zu tun und zu lassen habe. Dann merkst du gleich mal, wer hier die Hosen anhat. So, willst wo du geht's? Craften? Hä? Craften? Was will ich craften? Craften. Ja, okay. Kohle.
Legst du dann bitte in die Kiste rein, ja? Ach so, verdammt. Mach einfach Slashcraft. Ja, ach nee. Ich bin hier schon fertig. Ich habe schon alles gecraftet, was du mir hier gegeben hast. Nett. Mhm. Schaue ich wirklich so doof aus? Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wo es jetzt danach eigentlich nach unten geht, aber... Ja, das ist ja das Geile an der Sache. Es gibt keinen Weg nach unten. Aha. Nur wenn du es abbaust. Aha. Okay, ja, nee, das ist mir zu doof. Deine Blumen-Flower-Form, funktioniert eigentlich die noch? Die der Hefe, glaube ich, mal gebaut hat? Die für die kleinen Blumen, die war ja schon immer scheiße. Die Zeit war schon längst rum, aber die für die großen Blumen, die gehen funktionieren. Ja gut, die gehen super, ja, das ist klar. Aber du könntest mal wieder auffüllen. Im Endeffekt könnte ich die auch einfach irgendwo hinstellen und dann Bone Meal draufhauen. Das würde genauso funktionieren. So habe ich es ja bei mir im Keller. Ich habe ja da eine so eine Ecke und da setze ich halt immer die Blume rein, die ich halt gerade brauche. Dann aktiviere ich es und fertig. Im Endeffekt brauche ich von dem Zeug, was da unten steht, gar nichts. Nicht mal deine Terrasse, die du hier irgendwie, oder was heißt Terrasse, dein Wohnzimmer, das du hier mitten im untersten Keller einfach irgendwo reingebaut hast. Ey, links das, wenn du aus dem Aufzug rauskommst, ist von Pizza. Und rechts das ist von Markus. Weil die haben beide kein Grundstück und deswegen wohnen die bei mir im Keller. Aha. Aussicht hier schauen. Wow. Hier wohnt Xianthil. Hier wohnt Klohaus. So geil. Aber Mann. Hier wohnt Klohaus? Ja, der hat sich da ein Klohaus hingebaut. Das hab ich eben hingebaut. Achso, ich war mal eben Wasser lassen. Oh, viel Spaß. Ich war gerade schon im Klohaus. Also der hat, wieso hast du dem, oder wieso hat er drei Witterskull-Schädel hier unten stehen? Die haben schon, das Haus stand ja früher bei mir im Lager. Stimmt, ne? Ja, genau. Und stimmt. Da waren die schon da. Guck mal in die Kiste, die ist viel cooler. Ja, die habe ich schon gesehen, ja. Mords Geschütze aufgefahren. Ich muss sagen, der Fernseher ist eigentlich ganz cool. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich das mit den blauen Fahnenstangen da so cool finde oder nicht, oder keine Ahnung. Das hat Pizza. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das Pizza gebaut hat, aber ob ich das gebaut habe. Super. Ein auf Anschubpunkt. Was ist das da für hinten für ein Infoboard, das Orange? Da haben Penta Kost und mich. Ich glaube, es war Penta und ich. Und da dran geschrieben. Echt? KitKat Orange, mal wieder hat sie keine Ahnung. Sag, was? Freie Körperkultur, Ui Gruppenspiele, Gangbang am Spawn mit Lisa, die Chaos Queen, KitKat, hüpf, hüpf, hüpf. Und hier ist die Upperwelt, hüpf, hüpf, hüpf. Sagen wir die Antwort. Daniel. Die Antwort lautet, Pente ist so lieb. R. Eine Kiste sortieren, Pente, ich hab keinen Bock mehr. Aha. Ja. Das ist, wenn Langeweile auf noch mehr Langeweile trifft. Nee. Okay. Es war keine Langeweile an dem Tag. Stimmt, sonst hättest du nämlich gefarmt. Du hast es erkannt. Du hast das Muster durchschaut. Oh, du bist ja schon fast fertig. Jopf. Du auf Feldreise bist? Hast du noch nicht wirklich besonders gut hier was bekommen? Nee. 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 Also das... Oh, der Docmag ist hier. Abend, Doc. Na? Los, mach dich vanish, damit er dich nicht sieht. Dem Typen ist, glaube ich, auch immer langweilig. Immer. Ich frage mich echt, was der so immer eigentlich dann den ganzen Tag auf Timolia macht. Außer Leute beschatten, rumfliegen, kurz Huhu schreien, wieder weggehen. Dann ist er mal wieder eine Stunde AFK.
Und dann kommt er wieder, dann schaut er wieder nach, was machst du gerade? So cool. Was anderes hat er, glaube ich, nicht vor. Ja. Hast du da jetzt gerade Obsidian hingebaut? Nein. Ich glaube, du lügst. Okay. Da gerade noch mehr hingebaut? Nein. Was? Oh. Ich fächle dir schon. Ich fächle dir. Ich fächle Fächelst du dir. mir, ja? Ja? Luft. Mit Gefächel ne. du. Ja. Ich bin gerade am Craften. Und craften. Ja, weil mein Inventar voll ist. Soll ich für dich zum Auslernen gehen? Ich bin jetzt fast fertig. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Als nächstes sammle ich Quarz. Schau mich da mal Ich kurz an. Ja, ich habe mich jetzt so hingestellt und dann habe ich quasi das gefilmt, während du da quasi gefilmt, weil ich mache ja Filme. Die Kiste ist leer. Oh mein Gott. Wie viele Diamanten hast du jetzt rausbekommen? fast 2 Stacks. Nicht schlecht. Gut, dann machen wir es jetzt so. So, Wir dann baust du sind. jetzt mal bitte alles wieder nach oben. Du musst ja jetzt dann die Hälfte an mich abgeben, denn wir sind ja quasi, also die Hälfte der Hälfte eigentlich. Und da ich ja dann schon die Hälfte habe, wäre es ja dann viel gescheiter, du gibst mir die andere Hälfte auch noch. Weil wir sind Blutsbrüder oder was? Ja, so ungefähr. Mann, es dauert voll ewig. Ich lasse das hier stehen. Du bist so ein volles Sau, ey. Ich? Ja. Never. Ich glaube, ich nehme TNT und bomb das hier alles runter. Hey. Brauchst du die Bücherregale? Weil dann nehme ich einfach meine normale Axt. Nö. Bücherregale sind immer so. Ich hab Sie doch sind immer so Bücherregale ein. da stehen. Ja, schon, aber. Ich finde, die sind immer so nervig zum Craften, wenn man sie dann am Außerdem habe Anfang ich erstmal noch 11 braucht. Stücke aus der Kiste geklaut. Aus welcher Kiste? Nein, der Kiste waren noch 11 Bücherregale Ja, drin. du weißt aber schon, dass die von dir sind. Ach, egal. Ich lege sie wieder oben rein. Dann crafte ich neue. Dim, 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 dim. Jetzt habe ich 5 oder 6 Bücher verzaubert und da ist ein Scheiß rausgekommen. Das Beste war meins mit Feather Falling 4. Ja. Ich glaube, ich hatte noch eins mit. Nee. Nee, war alles scheiße. Oh, hier sind ja auch noch schöne Sachen. Du hast generell noch viel Zeug hier. Aber es ist alles, ich finde, das Problem bei deinem Lagersystem ist, dass die Gänge so lang sind. Wenn man dann irgendwo da hinten ist dann, und dann woanders hin will, dann muss man Ewigkeiten erstmal laufen und vor allem, ich habe keine Ahnung, wo was ist. Ich muss immer ewig suchen, wenn ich bei dir was leihen will. Das ist, weil du immer was leist bei mir. Ja, ich leih. Ja. Irgendwie kommen die Sachen nicht zurück. Weißt ja gar nicht, dass sie weg sind, wenn ich es dir nicht sage. Woher willst du denn wissen, ob ich mir das nicht aufgeschrieben habe? Ich weiß es. Vertrau mir. Ja. Ich weiß, was ich in meinen Kisten habe. Aber du schaust mit Sicherheit auch nicht jeden Tag, wenn du online kommst. So, jetzt machen wir erstmal einen Listencheck. Kassensturz. Was habe ich Klar. denn alles da? Natürlich. Jeden Tag. Jeden Tag. Ich war zwar jetzt 3 Wochen nicht da, aber Das jeden Tag. macht ein Programm für dich. Klar. Wenn ich den Computer starte, dann lockt er sich automatisch auf Timolia ein und guckt erstmal, ob was in den Kisten fehlt. Ah ja. Ganz so doof bin ich ja auch wieder nicht. Na nein, komme ich darauf? Oh, hier sind noch Köpfe. Willst du ein Mini-Brot? Mini-Brote? Nee, danke. Oder eine Mini-Uhr?
Nee, danke. Oder Nee, eine danke. Mini-Lampe. Ich hätte gern Mini-Diamanten. Hab ich. Wo bist du? Ich bin im Wasser. Ich schwimme. Ich gehe jetzt zu dir. Schwimmen, schwimmen, einfach schwimmen. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was tun wir? Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Mhm. Ist das dein Schlaflied? Nein. Dein Morgenlied? So. Wo packe ich das jetzt hin? Erstmal laufe ich jetzt noch 10 Mal über die Druckplatte drüber. Was machst du? Ein paar Mal über die Druckplatte drüber laufen. Und auf den Knopf drücken. Auf den falschen. Auf den Fall. Ja, ich musste letztens auch überlegen, was war gleich nochmal, aber links ist deiner. Da muss ich mal schauen, da muss ich mal deine Tür muss ich mal reparieren. Die ist kaputt. Meine? Deine, ja. Die geht zwar noch auf und so, aber die wird quasi, die Blöcke stehen nicht mehr bis raus. Das war extra so. Nee, das hatten wir mal anders. Also ich hab's mal umgebaut, ohne deine Erlaubnis. Nee, wir hatten das mal so gemacht, weil wir dann überall die Löcher hatten. Dann habe ich umgebaut. Ach, ich hab keine Ahnung. Ja, jetzt hast du aber zum Beispiel keine Löcher mehr. Ja. Aber irgendwas ist da mit der Redstone-Schaltung kaputt. Der Update fehlt. Ich hab die hier in Diamant hingestellt. Okay, danke. Also ich finde, die funktioniert genauso, wie sie es immer getan hat. Aber nur solange die Blöcke nicht davor sind, komischerweise. Nee, das hat die schon vorher getan. Nee, eben nicht. Ich zeig dir gleich, was sie nicht getan hat. Wenn ich das nämlich jetzt wieder zumache. Jetzt könnte es sein, dass es noch funktioniert. Schauen wir mal. Okay, jetzt funktioniert gar nichts mehr anscheinend. Toll. Jetzt hast du es kaputt gemacht, ja, sehr schön. Wunderbar. Darauf habe ich ja nur gewartet. Was passiert, wenn wir es jetzt zumachen? Ja, jetzt geht's irgendwie gar nicht mehr. Wunderbar. Hättest du es mal einfach so gelassen, wie es war. Ja, ich denke es mir auch jedes Mal wieder. Aber wieso? Du willst Sachen verbessern, obwohl sie laufen. Ja, das ergibt gar keinen Sinn. Das hätte doch nicht die Kraft, den Block da zurückzuziehen. Vor allem, das ist ja auch nicht vom Timing her, das müsste eigentlich passen. Ganz leicht. Irgendwas ist da total faul. Kaputt hast du es gemacht. Ja. Ich werde mich darum kümmern. Versprochen, Schatz. Ja, ich hoffe. Nächstes Mal, wenn ich online komme, ist das gefälligst gemacht hier. Ja, ich habe ja 3 Wochen Zeit, von dem her. Morgen bin ich wieder online. einfach nur, um einmal zu schauen, ob noch alles in den Kisten ist und ob die Tür repariert ist. Genau so ist es. Du hast es erfasst. Ich hab's erfasst.